Ich weiß, was ihr denkt. Wer braucht schon einen Proteinshake, wenn er einen Aminosäurepool hat? Ich habe es angekündigt in den Videos, wo es um Siad Rocha ging. Und ich habe ihn beim ersten Video kritisiert. Seht ihr hier oben nochmal die beiden Videos in der Infobox oder da. Für sein Marketing, und im zweiten habe ich seine Fibel mal ein wenig kommentiert. Man kann nicht sagen untersucht, das wäre viel zu viel gesagt. Und muss sagen, das war alles ganz gut. Jetzt widmen wir uns mehr einem Thema daraus. Hier geht es nicht direkt um Siad, sondern hier geht es um das Ganzkörpertraining. Denn ich habe in dem Video angekündigt, ich werde zum ersten Mal seit 20 Jahren einen Ganzkörperplan machen. Ich habe den zuletzt gemacht, da war ich noch ein kleiner Strauchdieb, wog 56 bis 58 Kilo bei der gleichen Körpergröße wohlgemerkt und habe damals mit dem Training angefangen. Ich bin dann irgendwann auf dem Dreier-Split und habe da meine ersten Erfolge gemacht. Ihr kennt auch meine persönliche Erfahrung und auch meine Trainingsphilosophie als Trainer, als Personal Trainer, als derjenige, der das Ganze beobachtet hat. Und die unterscheidet sich schon von einer gängigen Science-Meinung heutzutage, die den Muskel zweimal die Woche, aber dafür etwas seichter trainieren. Der Ganzkörper-Trainingsplan ist da so das Extremste von dieser Seite. Die meisten machen da einen Zweier-Split, Ober-Unterkörper oder Push-Pull, aber auch ein Ganzkörperplan wird immer wieder mitempfohlen. Jetzt muss ich sagen, bei der Meinung bleibt es. Ich glaube, dass der Ganzkörperplan vor allem für Leute ist, die ein ganz anderes Ziel haben, die nicht den Bodybuilding-Körper möchten, den ich möchte und den ich auch bereits habe. Wenn man also ein wenig mehr Masse hat und auch dieses breite, massigere haben möchte, ist der, glaube ich, weniger. Das sind sportlichere Ambitionen, Muskelaufbau in dem Sinne, dass man muskulöserer Sportler ist, aber nicht ein Muskelsportler oder was auch immer. Und dabei wird es sicherlich auch bleiben. Ich habe jetzt gerade mal seit einer Woche den Ganzkörperplan gemacht und ich muss sagen, ich habe jetzt schon Ergebnisse, die mich so weit gehen lassen, ich muss ihn jetzt schon abbrechen. Damit muss ich gleich allen Kritikern natürlich Recht geben und den Wind aus den Segeln nehmen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich mich mal darauf eingelassen hätte und das Ganze 8, 10 Wochen gemacht hätte. Vielleicht mal 3 Monate bis 6 Monate. Allerdings muss ich sagen, sind die Probleme, und dazu werden wir gleich kommen, die ich jetzt erst kennengelernt habe, dadurch, die ich mir noch nicht einmal in der Theorie vorher gedacht habe, sind so gravierend, dass mir das Training weniger Spaß macht. Auch ein Schlüsselfaktor. Und dass ich jetzt bereits schon, gut, das kann nur Einbildung sein, das Gefühl habe, dass ich dadurch nicht hinterherkomme. Und auch andere Probleme kommen, die in Richtung Übertraining gehen. Ja, das klingt jetzt seltsam, weil man ja alles nicht mehr ganz so hart trainieren kann und das eigentlich eher dieses Muskelzerstören, wenn man sich den Einzel vornimmt, innewohnt. Aber nicht im Ganzkörpertraining. Nun gut, ich komme jetzt mal zu den Dingen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ich mache das erste Mal ein Ganzkörpertraining und im Studio ist mir erst auf einmal diese Idee gekommen, ich muss mich ja aufwärmen, und zwar für jeden einzelnen Muskel. Es ist ja nicht wie sonst damit getan, dass man einmal am Anfang ein Aufwärmtraining macht, wenn man zum Beispiel klassisch Brust-Bizeps, Brust-Trizeps, Brust-Schultern trainiert. Dann wärme ich mich am Anfang einmal auf, die Schultern und die Brust, und bei mir bedeutet Aufwärmen wirklich Aufwärmen. Ich brauche ungefähr 30 bis teilweise 40 Minuten, um mich gut aufzuwärmen. Liegt auch so ein bisschen an meinem Alter und meiner Empfindlichkeit. Aber die Schultern sollen warm sein, die Brust soll warm sein, und wenn dann geht es auch richtig los. Aber wenn ich das jetzt machen würde, würde ich mich, sagen wir mal, selbst wenn ich es abgekürzt mache, 20 Minuten für die Brust aufwärmen. Dann trainiere ich die Brust. Dann muss ich mich aber nochmal für den Rücken aufwärmen. Wenn ich mich für einen typischen Brust-Trizeps, Brust-Bizeps, Brust-Schulternplan aufwärme, dann ist die zweite Muskulatur direkt warm durch die erste. Bei der Brust trainiere ich den Trizeps so weit mit, dass er dann warm ist, wenn ich den Trizeps trainiere. Selbst beim Bizeps geht das noch halbwegs. Die sehen vielleicht nicht, aber dann braucht man einen Aufwärmsatz, das war's. Jetzt muss ich nach dem Brusttraining, wo ich vielleicht sogar nur 4, 5 Sätze mache, aufwärmen machen. Und gerade wenn ich einen Plan habe, wo ich höhere, größere Gewichte benutze, das heißt, ich gehe auf 6 Wiederholungen runter, dann muss ich mich vollwertig aufwärmen. Dann kann ich nicht sagen, weil ich ja nur weniger Sätze mache bei der Brust, muss ich mich weniger aufwärmen. Das Aufwärmtraining muss vorbereitet sein, gerade auf diese hohen Gewichte. Das heißt, jetzt habe ich ein längeres Aufwärmtraining, als ich tatsächlich den Muskel trainiere. Und dann geht's los. Dann habe ich 4, 5 Sätze für die Brust gemacht und dann gehe ich zum Rücken über. Da muss ich den Rücken wieder aufwärmen. Wenn ich das richtig mache, auch nochmal 15, 20 Minuten. Beim Bizeps, Trizeps, Schultern nicht mehr, aber die Beine
muss ich auch aufwärmen. Meine Knie würden kaputt gehen, wenn ich mit 10 Wiederholungen an die Kniebeugen rangehen würde und eine Beinpresse. Das geht nicht. Wenn ich jetzt 3x 20 Minuten Aufwärmen noch dazu rechne, kein allgemeines Aufwärmen, aber das Spezifische für den Muskel, dann bin ich schon bei einer Stunde. In der Fitnessfibel von Ziad, jetzt kommen wir doch auf ihn zu sprechen, steht auch, dass er manchmal 2-3 Stunden Einheiten hat. Und dass das durchaus sein kann, dass das eben so lange dauert. Also, wir haben, das mal im Hinterkopf behalten, das Problem mit dem Aufwärmen. Wenn wir korrekt aufwärmen wollen, hätten wir ein sehr langes Training. Ein langes Training ist definitiv, das kann ich euch sagen, und da stimmt auch die Wissenschaft, die Science-Based mit der Bro-Community überein. Wenn du einen muskulöseren Körper hast, und ich würde meinen schon dazu zählen, ein richtiger Bodybuilder bist oder eben noch viel krassere Schränke, dann kannst du kein effektives Training über 1,5 bis 2 Stunden machen. Wenn, dann musst du dich intravenös mit Spaghettis versorgen oder musst Kohlenhydrate am laufenden Band zu dir nehmen. Denn die Muskeln verbrauchen einfach Energie. Wenn ich so ein Hungerhaken bin, 70, 80 Kilo und einfach nur sportlich, dann geht das. Das ist das gleiche wie bei Sportlern. Du kannst einen Marathon laufen, aber kannst nicht so viel Muskulatur mit dir rumschleppen wie bei einem Sprinter. Die können nicht einen Marathon komplett laufen, dann würden sie die Muskeln verlieren. Beziehungsweise wäre es für die sehr schwer, denn die Muskeln müssen auch mit Sauerstoff versorgt werden durch dein Blut. Aber nun ja, Glykogen, wir brauchen Energie, wir brauchen all das. Das ist nicht möglich. 3 Stunden trainieren mit meiner Masse ist für mich nicht möglich. Man kann es vielleicht durchhalten, aber es ist sehr kontraproduktiv auf Dauer. Und damit haben wir schon wieder 2 Sachen, die wirklich negativ sind. Ich habe schon einmal erwähnt, das Prioritätstraining sehe ich ebenfalls als eine Schwierigkeit. Ich kann dem entgegengehen, indem ich jedes Mal alle 2 Tage einen anderen Muskel voranstelle. Aber damit ist es ja nicht getan, weil die Differenz zwischen dem ersten Muskel, den ich bearbeite, und dem 6. so groß ist, kann es sein, dass der 6. bereits schon kaum noch, also nur noch 15-20% Wachstumsreiz bekommt. Vielleicht. Und der erste volle 100%. Das passiert natürlich, wenn ich nur 2 Muskeln habe an einem Tag. Weniger, dann ist der hintere Muskel, der zweite, vielleicht immer noch 80%, der erste 100. Aber ich glaube, das ist eine Riesenschwierigkeit, denn wenn man viel Muskulatur hat, dann trainiert man ja trotzdem mit den 4-5 Sätzen, die man hat, komplett die Muskulatur. Das heißt, eine riesige Masse an Beinen, an Rücken, an Schultern, an Brust und so weiter. Und das geht wiederum aufs zentrale Nervensystem. Ich habe auch schnell gemerkt, nach nur einer Woche, dass meine Handgelenke kaum noch mitmachen. Denn wenn ich das mit höheren Gewichten mache, aber das kann auch eine sehr persönliche Sache sein, dabei gesagt, bin ich empfindlich, dann schmerzen schnell meine Handgelenke, weil ich ständig diese belaste und auf die gleiche Art. Jetzt ist es vielleicht so, bei einem normalen Split, wie ich ihn sonst mache, dass ich einmal die Woche mein Handgelenk belaste, indem ich daran ziehe, bei Zugübungen, und einmal die Woche vielleicht oder höchstens 2-mal bei irgendwelchen Drückübungen, wo ich es wirklich stramm halten muss. Bankdrücken zum Beispiel. Das war's, dann kann es sich erholen. Jetzt alle 2 Tage, mit den gleichen Gewichten wohlgemerkt. Das ist auch äußerst hart. Noch eine Sache, die ich gemerkt habe. Es gibt ein paar Vertreter, die so weit mit dem Aufwärmtraining gehen, dass sie sagen, da soll schon ein richtiger Pump existieren. Habt ihr das schon mal gemerkt, wenn ihr trainiert und 3 Übungen oder 4 Übungen für eine Muskelgruppe habt, sagen wir mal für die Brust, dass ihr das beste Gefühl eigentlich in der 2. Übung habt oder sogar in der 3. und gar nicht in der 1., obwohl ihr da noch frisch seid. Das liegt oft daran, dass dann der Muskel, der Zielmuskel, so voll mit Blut ist und ihr schon so warm seid, dass ihr den wesentlich besser kontrahieren könnt. Ihr habt einen Pump, ihr könnt den viel besser ansteuern. Es funktioniert alles wesentlich besser. In den ersten Sätzen oft noch schwierig. Das heißt, diese Vordurchblutung, den Pump zu haben, das kann förderlich für das Training sein. Ihr spürt den Muskel besser, die Durchblutung fördert ja auch Nährstoffeinlagerung und so weiter. Das haben wir beim Ganzkörpertraining auch nicht. Kaum ist das passiert, will ich an die 2. Übung ran, ist es schon vorbei, dann ist der nächste Muskel dran. Das ganze Blut muss von der Brust in den Rücken, von den Rücken in die Beine, von den Beinen wieder in den Bizeps, vom Bizeps in den Trizeps und Trizeps in die Schultern. Das sehe ich als Schwierigkeit. Ich weiß nicht, ob das nur in meinem Kopf ist, aber ihr könnt es selbst prüfen, wenn das bei euch auch so ist, dass ihr in der 2. Übung eigentlich immer ein besseres Muskelgefühl habt, bei mir ist es so, dann habt ihr das hier natürlich auch nicht. Das sind alles Bedenken beim Ganzkörpertraining und ich muss sagen, mein Fazit erstmal, für mich haut es gerade nicht hin, auch unfairerweise, wenn es nur eine Woche war, und in der Theorie, wie hier alle erwähnt, haben sich noch mehr Defizite ergeben. Und deswegen behaupte ich, jeder, der eine gewisse Stufe an Muskulösität, heißt es so, überschreiten möchte, der kann das nicht mit einem Ganzkörperplan machen.
Stoff hin oder her, ein Markus Rühl wird mit einem Ganzkörperplan nicht mehr das hinbekommen, den Muskel gerecht zu werden, den komplett zu trainieren, wie es soll. Und ich bin zwar nicht Markus Rühl, ich passe wahrscheinlich in seinem Quadrizeps rein, aber auch ich bin schon darüber hinaus. Nun ja, das ist mein persönliches Fazit zum Ganzkörperplan plus einige Anmerkungen dazu. In einem nächsten Video werde ich ein wenig mehr auf eine Möglichkeit gehen, wie man den Ganzkörperplan erstellt, wie man einen Trainingsplan für Ganzkörper erstellt, wie man das am besten macht, wie ihr am besten vorgeht und wie ihr es am besten einteilt. So habe ich es auch gemacht und nun ja, vielleicht ist es ja trotzdem was für euch. Auf wie viel das von euch zutrifft, das müsst ihr selbst entscheiden. Und natürlich, was euch mehr Spaß macht, denn Spaß, und da stimmt jeder auch wieder überein, ist schon eine wichtige Sache. Nun gut, so viel dazu. Ich bin raus, euer Gotti. Wenn euch das gefallen hat, Informationen, ihr kennt den ganzen Kram, ne? Hier, Abo, Glocke, bla bla bla. Bis bald, macht's gut.